Deswegen kann ich. Ah, okay. Yokosa ist ein Arzt-Kollektiv. Ich, David, Mattel, Paolo und Filippo. Wir arbeiten zusammen seit 2006 und wir sind basiert in Italien, Deutschland und Großbritannien. Das ist die zweite Folie, das ist der Anfang. Insbesondere sind wir interessiert an neuer Technologie, die Versprechungen neuer Technologie. Was ist hinter diesen Versprechungen, was kann erreicht werden und auch warum lösen sie oder enttäuschen sie? In den nächsten Minuten werde ich zwei Projekte vorstellen. Eine ist ein Wettbewerb, den Wettbewerb für das wertloseste Video in YouTube. Und das zweite heißt In Friedenszeiten, über das Leben einer Drohne nach Krieg und Terror. Fangen wir an mit dem ersten Projekt, dem NoTube-Wettbewerb, der in der Schweiz stattfindet, wie man an dieser Folie sehen kann. Der Winner des NoTube-Wettbewerbs ist der Teilnehmer, der das wertloseste Video auf YouTube finden kann. Ein Video, das auf YouTube hochgeladen wird, ist normalerweise, hat normalerweise das Ziel, ein großes Publikum zu erreichen, hat eine einfache Geschichte und kann gut kategorisiert werden. Ein Gewinnervideo hier würde in all diesen Versprechen fehlschlagen, scheitern und liefert keine sinnvolle Erfahrung. Das sind die Videos, die uns interessieren. Ein gutes NoTube-Video kann nicht gut, hat keine gute Beschreibung, hat keine guten Keywords, ist nicht verlinkt, wird nicht diskutiert, nicht kommentiert und es gibt auch keinen Grund, keinen Anlass, es zu kommentieren. Ein gutes YouTube-Video kann als wertlos definiert werden, wenn es diese drei Kriterien erfüllt. Erstens, kein Grund, es zu machen, zweitens, kein Grund, es anzusehen und drittens, kein Grund, es zu veröffentlichen. YouTube hat viele Spaßvideos, virale Videos, kommerzielle Videos, Videos, die von denen erwartet wird, dass sie Millionen von Ansichten bekommen. Aber für jedes Video, das 1 Million Menschen erreicht, gibt es wahrscheinlich 1 Million Videos, die keine oder kaum Leute erreichen. Und das sind die Videos, auf die wir neugierig sind. Diese YouTube-Videos sind tatsächlich sehr schwer zu finden, weil normalerweise keine Stichwörter, Tags oder anderen Content existieren. Einreichung für NoTube 2015 ist ab heute offen. Mit diesem Hashtag kann man sie einreichen, um an dem Wettbewerb teilzunehmen. Außerdem, der Gewinner, die Gewinnerin bekommt ein Ticket in einem Restaurant neben einem Google-Büro in Zürich in der Schweiz. Also YouTube. Der Slogan von YouTube ist Broadcast Yourself, also sende dich selbst. Aber gibt es immer ein Publikum? Sollte es eines geben? YouTube macht ein recht großes Versprechen, dass jedes Video in diesem Angebot. Sie versprechen, dass jedes Video, das man hochlädt, potenziell von allen Menschen angesehen werden kann. YouTube ist potenziell unbegrenzt und wächst ständig, aber was von all dem, was dort gespeichert wird, macht Sinn und kann als wertvoll angesehen werden? Wir sind vor allem interessiert, wie Videos, die keinen eingebetteten Wert haben, gefunden werden können und bewertet und kuratiert werden können. Also es geht zunächst mal um die Motivation, Menschen zu motivieren, dass sie Zeit für diese Videos aufwenden. Dies ist auch unsere Art, sich um diese Videos zu kümmern. Schauen wir uns einige dieser Videos an, sodass wir verstehen können, worum es geht. Ich verspreche euch, dass
sie nicht zu langweilig sein werden? In diesem Video werdet ihr auch Gewinner der früheren Ausgabe dieses Wettbewerbs sehen. Dies ist ein Gewinner der 2011-Auflage. Dies ist außerdem auch ein sehr interessantes Video. Es ist ein Schuh, er funktioniert. Man kann ihn auch kaputt machen. Dieser ist zu lang. Dies sind Frauen, die sich mit dieser Mutter im Raum unterhalten. Es ist ein bisschen zu langweilig und zu lang. Dies ist ein zweiter Gewinner aus der 2009-Auflage. Zweiter Platz. Wir sind fast durch. Macht euch nicht allzu viel Sorgen. Also ich mag dieses Video. Ich würde es auch kommentieren, wenn ich einen Account hätte. Ja, dies ist der Gewinner der 2010er Auflage, Spätnacht in Tel Aviv. Ihr könnt deutlich sehen, dass dies der Gewinner ist. Und hier ist der Gewinner 2009. Und ich glaube, das war wahrscheinlich auch genug. Also, in unserer Arbeit sind wir generell an den Grenzen zwischen Erfolg und Fehlschlagen interessiert, Erfolg und Scheitern. Die Versprechung neuer Technologie und die Enttäuschung, die oft dadurch ausgelöst wird. Aber noch mehr sind wir interessiert daran, was nach so einem Scheitern passieren kann. Was YouTube angeht, sogar wenn das Versprechen des Selbstsendens oft enttäuscht wird, wenn das Versprechen enttäuscht wird, das heißt nicht, dass YouTube insgesamt gescheitert ist. Wir sind stattdessen interessiert an den vielen Formen des Scheiterns, die YouTube erzeugt und wie diese das Statement, die Aussage von YouTube der Aussage widerspricht, aber weitere Dinge erzeugt weitere Inhalte, von denen man erwartet, dass niemand sich für sie interessiert. Wie wird aber neuer Inhalt
kreiert und wie werden diese Geschichten imaginiert? Ein anderes Projekt, in dem wir einen ähnlichen Aspekt untersuchen, ist dieses hier, In Friedenszeiten ist der Titel. Das ist eine Serie, die sich um Drohnen dreht, nichts Neues. Wir finden Drohnen besonders interessant. Sie wurden als Kriegstechnologie erzeugt und werden mehr und mehr Teil unseres Alltagslebens. Man sagt uns zum Beispiel, dass Drohnen Güter ausliefern können, wie diese Amazon-Drohnen, Pizza ausliefern. Sie können Karten erstellen, sie können Länder bombardieren. Jedoch in all diesen Geschichten, von denen wir hören, finden wir meistens Drohnen, die für einen bestimmten Zweck eingesetzt werden, also als Instrument, um Menschen zu töten oder ihnen zu helfen, aber als Instrument. Ich mag dieses Bild sehr, denn es fühlt sich, als ob die Drohne wie ein Schmetterling sich verhält. Sie scheint Spaß zu haben, sie sich zu entspannen. Das ist unsere Sicht auf dieses Projekt. In Friedenszeiten ist ein Versuch, sich das Leben einer Drohne nach Krieg und Terror vorzustellen. Und außerdem außerhalb jeder instrumentellen Zweckperspektive, wie das Leben einer Drohne sein könnte, wenn die Drohne sich selbst überlassen wäre, ohne jegliche menschliche Beschränkung oder jeden Eingriff. Die erste Idee war, dass die Drohne wahrscheinlich versuchen würde, sich fit zu halten, vielleicht an einem Rennen teilnehmen, einem Wettlauf. Wir haben also eine App namens Nike Plus auf die Drohne geschnallt und wir beobachten die Aktivität der Drohne, wie sie ein 100-Meter-Rennen absolviert, indem wir mit diesem Device, mit diesem Gerät, das für Läufer entwickelt wurde, die Performance verfolgen. Und die Ergebnisse, merkten wir, waren ziemlich schwer vorhersagbar. Manchmal wurde das Rennen nicht absolviert, nicht beendet. Schauen wir uns ein Video an, in dem eine Drohne versucht, dieses 100-Meter-Rennen zu komplettieren, zu absolvieren. Einen Moment bitte.
Ja, wie gesagt, das, wie ihr seht, ist nicht sehr einfach. Und wir versuchen uns auch vorzustellen, immer in diesem Kontext haben wir eine Serie von Drone-Selfies von Drohnen aufgenommen, gesammelt. Die meisten Drohnen haben eine eingebaute Kamera, die normalerweise von Menschen benutzt wird, sowohl für Videos als auch für Beobachtungs- und Überwachungszwecke. Also wir dachten, dass sobald die Drohnen sich aus der menschlichen Perspektive befreien würden, würden sie als Akt der Befreiung auch die Kameras auf sich selbst richten. Wir haben uns außerdem vorgestellt, dass Drohnen nicht sehr kreativ sein würden in der Auswahl der Selfie-Orte, dass sie also im Wesentlichen ihre Besitzerinnen und Besitzer nachahmen würden. Und was wir hier vor allem karikieren wollen, ist die Banalität des Lebens einer Drohne in Friedenszeiten. Wenn eine Drohne keine Kriegssituationen hätte, um daran zu arbeiten, würde sie wahrscheinlich sehr banale und nicht sehr originelle Dinge tun, wie zum Beispiel eben Selfies aufnehmen. Hier ist ein Snowboardladen, ein Bad, wo die meisten unserer Selfies sind. Und dies ist, wo der Name unseres Projekts herkam, in Friedenszeiten, von einem Text, der von Paul Virilio in 1983, mehr 83 geschrieben wurde, der sagt, Logistik war definiert als das Vorgehen, die Prozedur, durch das eine Nation, dass das Potenzial einer Nation sich überträgt auf ihre Streitkräfte. Dies weicht die Grenzen auf zwischen den beiden Szenarien. Es ist sehr schwer zu unterscheiden. Dies ist also unsere letzte Frage. Können wir, wie die Drohnen, uns tatsächlich ein Leben im Frieden vorstellen? Vielen Dank. Wenn ihr Fragen habt, gebe ich gerne Antworten. Okay, keine Fragen. Vielen Dank an Jörg Hosse für diesen sehr schönen Talk. Danke.